Hallo, willkommen zurück zu Let's Play Mario Party 7 Party Mush. Ja, mal lieb von mir, den Yoshitendo. Ja, im letzten Part haben wir, wieder Mario Party gespielt. Ja, was denn sonst auch in diesem Let's Play? Und wir müssen jetzt nur Plätze spielen. Das machen wir jetzt natürlich auch. Ich bin wieder bei Yoshitendo, der wahrscheinlich wieder eingeschaltet hat. So, das ist mein Lieblingsspiel von allen Mikro-Mini-Spielen. Mikrofon, nicht Mikro. Ja, eigentlich auch gleich, aber egal. Lass uns über Plätze spielen. Yay! Ich mag das Spiel, so ist einfach geil. Ist zwar simpel, aber. Ja. Simpel, was? Simpel klingt so falsch. Aus Zipfel, ein Begriff aus Zipfel. Ach egal. Kalt ist das. Einfach mal ich das Spiel. Ja. Komm schon, ich will dran sein, das Spiel macht Spaß. Die sind doch eh alles Noobs hier. Du Noob. Komm, Noob. Seid dort sind alles Noobs. So, jetzt kommt der Master hier. Mal schauen. Los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stopp! Reicht euch, bin gut. Ich hab sogar schon mal, glaube ich, geschafft. Minus 0, 0. 03, irgendwas unter 10, das weiß ich. Und dann haben die alle richtig gejubelt, die Kumpels, das weiß ich noch. Naja. Guck mal, guckt euch mal die ganzen Noobs da an, die können ja nicht mithalten mit mir. Ja, Yoshis siegen immer, Yoshis sind gut. Was ist eigentlich immer eure Lieblingsfigur, wenn ihr Mario Party spielt oder irgendein. Oder halt generell von den Mario-Universum. Welche Lieblingsfigur mögt ihr? Also, welches ist eure Lieblingsfigur? Von den kompletten Mario-Universum. Von mir aus auch selber. Ihr mögt zum Beispiel Blupa oder wie Chi-Chi oder Baby Bowser, Mini Bowser. Ja. Gibt's noch so in der Mario-Geschichte? Hammerbrüder, Boomerang-Brüder. Und noch. Ja. Die Honigbienenkönigin bei Mario Kart 7 oder halt bei Mario Galaxy natürlich als erstes vorgekommen. Ja, was mögt ihr so? Schreibt mal in die Kommentare, was eure Lieblingsfigur ist. So, jetzt müssen wir wieder warten, bis Toadette das blöde Spiel gemacht hat. Das ist echt so langweilig, das Spiel. Man muss es ja leider immer spielen. Ach ja. Ach komm, Toilette, mach hin! Wollen die so viel hier machen? Gebt gut acht, die Abdüngung sind nur kurz zu sehen. Ne, bin ich nie drauf gekommen. Bringt euch die Karten gut ein, wenn ich sie umdrehe. Wow, das ist schwer. Apfel, Traube, Banane. Genau, Banane. Kennt ihr schon die Zusammensetzung? Unser Mathelehrer sagt immer, wenn ihr Banane. Ah ne. Und bei Bruchrechnung immer. Dann sagt er ja immer, ach, ich weiß gar nicht, wie Kinder nochmal. Egal. Du hast eine Banane. Und willst du euch teilen durch Apfel? Egal. Die Antwort ist auf jeden Fall. Also, was passiert, wenn du Apfel durch eine Banane teilst? Entweder kommt ein Obstsalat drauf oder Banapfel. Ja, Banapfel. Stell dir mal vor, es gibt wirklich ein Banapfel. Wie würde Banapfel aussehen? Eine rote Banane oder gelbe Apfel? Nee, gelben Apfel gibt's ja. Oder Apfel in Bananenform? Banapfel. Toll, ne? Banapfel. Ja. Banapfel ist schon ein lustiges Wort. Ach ja, mir fällt das gerade nicht, hat die Videoaufnahme schon 10 gibt. What the point sagt. Das ist noch nicht schlimm, aber ich hoffe, die Zahl geht nicht höher. Ach ja. Ich hoffe, ich kriege mit dieser Aufnahme heute das komplette Brett durch. Das wäre echt mal schön. Aber ich weiß noch nicht, ich glaube, da sind jetzt noch so zwei, drei Parts, wo wir uns hier noch auf dem Brett aufhalten werden. Also mit dem hier mit, natürlich. Und Luigi spielt erstmal natürlich das Spiel Banane Rally. Und natürlich werde ich dann halt beim nächsten Brett wieder auf die andere Datei wechseln, wo schon alle Minispiele freigeschaltet sind. Und ja, oh, Banane Rally müssen wir ja mitmachen, stimmt ja. Hehe, ich vergessen.
So, ja, Donkey, du frisst deine Bananen gerne. Komm schon, die 5er Bananen. Ja, die wollen die 5er. Och, Mensch. Oh, das war unfair. Ich wollte die 5er. Hallo. Hallo. Schnell rum. Okay, ich pack's halt falsch. Okay, schnell rum, weil es vielleicht mein Fehler. Egal. Ah, ich hab trotzdem 11. Finish! Ah ja, gut. Obwohl, wer hatte, glaube ich, die 5er? Luigi oder wer hatte die 5er? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, Luigi hatte die 5er Bananen. Der hat trotzdem nur 9. Hm. Obwohl, mich nur immer auf die 5er Bananen an. Ja, du Elements eingesetzt. Schön. Eis gekriegen. Nochmal 11 Münzen. Wir haben ja noch nicht genug Münzen, Leute, oder? Ja. So, jetzt sind wir wieder dran. Juhu. So, was wählen wir denn? Doch mal nix. Eikraft ist eigentlich nicht so wichtig. Ah, ich nehme Yoshi trotzdem immer. Da war ich heute eigentlich zusammen. Was wollte ich jetzt, glaube ich, gerade sagen? Jotschten. Egal. Oh Mann. Oh toll. Weiß ich doch die Eikraft einsetzen sollen. Ah, egal. Ich war 10 Münzen. Ey, haben wir Bruder verloren. Du kriegst 10 Münzen. Toll. So, komm, weiter im Text hier. Wir wollen vorwärts kommen. Es gibt ja noch so viele andere Bretter, die wir spielen wollen. Ah, da braucht ihr ja so lange, ey. Das ist Wahnsinn. Wie lange ihr immer so ein Brett braucht. Daisy hält eine Hammerbruder-Kapsel. Auch nicht schlecht. Sie besucht auch noch den Kapsel-Shop. Sie will es ja nur in die Länge vorausfallen. Ihr wisst ja, umso länger sie baut, umso kürzer sind die Runden, die wir hier bekommen. Länger. Dafür sind die Felsen viel vom Part. Und Daisy hier, was weiß ich, wie viele Felder jetzt geht. Du hast keine weiteren Kapseln getragen. So, vielleicht werde ich vielleicht noch nach Partymodus, vielleicht werde ich dann auch noch die Minispiele zocken, also hier diese, ja. Gibt hier noch solche Minispielgruppen, vielleicht werde ich dazu in einem Video mal zocken, aber ich bin mir da noch nicht sicher. Und vielleicht auch von meinem Party Pinterest-Folge auch noch Minispiele. Naja, mal schauen. Wie sich das Ganze noch alles so entwickelt. Und wie viele immer zuschauen, ich muss ja sagen, meine Party-Videos haben auch immer sehr viele Aufrufe. Na gut, es ist so, meine Party-Videos gibt nicht viel auf YouTube. Und ja, wenn sie mich meist hören, so ein bisschen noch kindliche Stimme und so, schalten sie auch schnell wieder weg. Kann man trotzdem die Aufrufe zählen. Das ist meistens das Wichtigste. Schon wieder mit dem Spiel, doch geht das hier voran. So, Pustebude. So, was muss ich nochmal sagen? Schießen, ne? Schießen, genau, schießen. Ich hab da jetzt mal Pustebude, weil es Pustebude heißt. Dann hätten sie halt schwer auf Schießbude nehmen sollen. Obwohl Pustebude bei jemand pusten muss und so, so ist dann. Ah, ja, ist klar. Naja. Ich finde mit der Hebebühne immer lustig. Die Kleinen kommen immer, werden mal ganz nach oben und dann halt so. Da fängt eigentlich mal ein sehr tolles Teil bei einer Party. Das merkt man immer schön, wenn die Kleinen zu klein sind, wenn es halt mal macht. Alter, oben. Oh. Das ist schon lustig. Da seht ihr Leute, da ist er jetzt gerade nur ein bisschen zusammen. Wie heißt das Ding jetzt noch? Hebebühne nicht, Hebebühne. Bühne, nein, ach, egal, ihr wisst schon, wie das Ding heißt. Ja, schießen. Oh, schießen. Ma, schießen. 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 Ma, schießen. Oh, ach, ich hatte nur 0. Ach, scheiße. Immer nur die 0 getroffen, schade. Ich wollte mal die 50, aber die ist halt schnell. Und die 10 zu langsam. Deshalb kriegen die meisten Computer-Gegner immer nur die 10. Hm. Immer die 10, das ist eigentlich ja komisch. Naja. Naja, gut, Luigi, wir wollen 8 kommen. Wir haben genug Münzen und den Minispielstern, also den Bonusstern, nennen wir bekommen schon. Zur Warnungsspeicherung auf meinem Rekordler. Da. Und es ist Rosa-Zeit.
Ja, da vibriert. Nee. Ja doch, vibriert heißt das. Der Controller, habt ihr jetzt vielleicht nicht so gehört, aber ich. Oh, Brücke wird kaputt gemacht. Juhu. Aha. Die ist ja sehr viel. Das ist mal gut, wenn ihr auf dem roten Feld da eine Kapsel rauf tut und dann sagen wir, meine Brücke ist dreimal kaputt gegangen und das ist jetzt vielleicht eine Kapsel, dann kriegt ihr immer mehr Sterne, denn da kann halt nicht weitergehen, der Spieler, und dann muss man halt immer auf diesem Feld drauf bleiben. Das ist halt immer sehr gut davor, ein Kapselfeld zu nehmen. Weil da muss die Brücke natürlich auch sehr lange kaputt sein. Und nicht so kurz wie jetzt in dem Fall. Und es müssen natürlich auch noch ein bisschen in der Nähe sein. Obwohl, kann man ja auch schon vor im Voraus machen. Ah ja. So, Luigi, was hast du? Ne? 12. Schön. Ja, Mario Party, Mario Party. Mario Party ist echt eine tolle Spielserie. Ich würde mal sagen, jetzt das glaube ich nicht so in. Universum leben würde und Mario Party. Wäre schon irgendwie. Schon irgendwie komisch. Das ist echt schon eine tolle Spieleserie. Obwohl ihr jetzt mal langsam weiter. Ja, schlechter wird. Ach ja. So, wie viel Münzen muss ein Stern zahlen? Wie viel würde ein Stern kosten und nicht wie viel Stern muss ein Stern. So, 10 Münzen kostet ein Stern. Nade. So, dann sind wir dran. Wir nehmen einen Pilz. Einen guten alten Pilz. Ich hoffe, ich komme jetzt nicht oben auf das blöde Feld da oben rauf. Ich glaube, so hoch werde ich jetzt wohl nicht würfeln. Oh, ich habe nichts gesagt. Oh, das ist ja schon weitaus darüber. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Sehr gut. So, Stern kaufen. Oh schon, ich will ihn kaufen. Kann ich nicht 20 kaufen? Kommt der Preis gerade so günstig? Kann ich mehr kaufen? Oh, schade. Wäre noch schön gewesen, wenn man hier so viel kaufen könnte, wie man wollte, aber naja, geht leider nicht. Schade. Schade. Kommt nach unten mit der Wolke und dann, wenn das nächste Mini-Spiel beginnt, wenn Motion Hidden Part, wie schnell die Zeit doch vergeht. Ja. So schnell vergeht die Zeit, Leute. Ach ja, wir müssen jetzt davor stehen, wenn ich will. Okay, egal. Ihr könnt auch sagen, ihr habt Sommerferien. Könnt ihr sagen, ach, ey, Sommerferien, nach 6 Wochen könnt ihr schon wieder sagen, ach, so schnell in so rum. Ja. Das ist schon so. Da kommt Daisy, macht einen Zug. Wir wollen ein Part beenden. Ist euch zwar traurig, aber könnt ihr euch den nächsten Part anklicken. Wenn er dann schon veröffentlicht ist, außer die wieder in der Playlist gucken, denen ist es ja eh egal. Oh, jetzt werden noch ein paar Münzen abgegeben. An Toilette, obwohl die hat ja nicht viel. Wow, 5. Wow, nicht zu viel. Das sind ja mal gar nicht viele Münzen. Sind viel zu viele Münzen, die da Toilette bekommt. Ach ja. So, vielen Dank für deine Obolos. Ja, komm, mach hin. So, Leute, wir spielen dann im nächsten Part ein 2 gegen 2 Minispiel. Und dies wird lauten Fiesenfeger. Ah, Leute, was für ein Part, Leute. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part in Space Let's Play. Mario Party 7, Party Modus Schirmer, die von Vietnam, Yoshi Tendo. Bis dann, sei ich, ciao, Yoshi Tendo.